willkommen zu unserem vierten DEFI Deutsch Video. Am 14. Februar war Valentinstag, welcher auch in Deutschland gern gefeiert wird und sehr beliebt unter den Paaren ist. In Asien haben wir allerdings drei verschiedene Valentinstage. Den roten Valentinstag am 14. Februar, den weißen Valentinstag am 14. März und den schwarzen Valentinstag am 14. April. Zuallererst wollen wir euch gern einige Vokabeln zum Thema Valentinstag geben. Die Verabredung. Der Schwarm. Der Freund. Die Freundin. Verliebt sein. Romantisch. Flirten. Der Blumenstrauß. Der Kuss. Die roten Rosen. Und die wahre Liebe. Aber wie flirtet man eigentlich auf Deutsch? Wir haben einige Sätze für euch gesammelt. Du siehst umwerfend aus. Es tut mir leid, aber ich musste dich einfach ansprechen. Mir kommt es so vor, als würden wir uns schon Ewigkeiten kennen. Ich kann so viel mit dir lachen. Wollen wir uns zusammen einen Film ansehen? Ich genieße jede Sekunde mit dir. Du hast wunderschöne Augen. Du bist die Liebe meines Lebens. Und natürlich, ich liebe dich. Das sind einige Beispiele, wie ihr auf Deutsch flirten könnt. Wir wollen euch auch einige Beispiele geben, was ihr auf gar keinen Fall sagen solltet, wenn ihr in Deutschland flirten wollt. Dein Vater muss ein Dieb sein. Er hat die Sterne vom Himmel gestohlen und sie in deine Augen gesetzt. Nope. Ich habe meine Handynummer vergessen. Kann ich deine haben? Oder ich bin neu in der Stadt. Kannst du mir vielleicht den Weg nach Hause zeigen? Nope. In Deutschland geben wir unseren Partnern gerne Spitznamen. Beliebte Namen sind zum Beispiel Schatz oder Schatzi, Hase, Häschen oder Hasi, Engel oder Engelchen, Maus, Mausi oder Mäuschen und Schnucki. Ihr Lieben, das war unser DEFI Deutsch Video zum Thema Valentinstag und Flirten. Wir hoffen, dass ihr genauso viel Spaß hattet wie wir und dass ihr auch ein bisschen was gelernt habt. Tschüssi! Bla 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 bla. Du hast wunderschöne Augen.